Es reicht. Kein Kuchen mehr, kein Zucker mehr. Ab jetzt laufen. Jeden Tag. Let's go. Tut gut, das bergab zu laufen, was man vorher bergauf gelaufen ist. Das war Tag 1, Lauf 1, 56 Minuten. Gleich mal die Höhenmeter anschauen, ungefähr 10,5 Kilometer. Mit schönen Bergaufpassagen hier und diesem Ausblick. Ich hoffe, man kann das sehen. Geiler Lauf. Quälerei Teil 2, Tag 2. Heute noch mal 11 Kilometer, noch mal so 280 Höhenmeter. Super anstrengend. Das tut weh. Richtig. Ich habe jetzt vor, jeden Tag zu laufen. Hoffe, ich bleibe verletzungsfrei. So nach dem Ironman hatte ich doch das ein oder andere Problem, wo ich auch immer noch mit kämpfen muss. Oder die Füße, die sind sehr belastet. Aber ich denke, das wird von Tag zu Tag besser. Und ich achte momentan nicht auf die Zeit beim Laufen, sondern gucke einfach, dass ich Spaß habe. Und das hat jetzt die letzten zwei Tage schon richtig gut geklappt. Wir sind hier in Miserer Heimat, Frankenau. Da gibt es einen Berg, der heißt Sternberg. Und das sind 280 Höhenmeter auf 10 Kilometer. Für uns als Flachland-Frankfurter durchaus anstrengend, aber auch ein geiler Trainingseffekt und vor allem sehr viel Laufspaß dabei. Die nächsten Ziele sind gesetzt: Berlin-Marathon, 16. September. Ursprünglich war mal geplant, unter 3 Stunden anzugehen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das drauf habe aktuell mit meinem Bein. Aber ich will einfach Spaß haben und darum geht's. Heute wieder eine 10er-Runde. Denise hat wieder ein paar Magenprobleme, aber sie zieht das jetzt noch durch. Wir haben noch 1,2 Kilometer. Jeden Tag laufen. Ich fühle mich gut. In der
Der Spaß ist vor allem wieder da. Richtig, richtig krass. Ich habe schon wieder Bock auf Morgenlaufen gehen. So, jetzt gibt es noch mal ein bisschen was zu essen. Da sind jetzt 400 Gramm Mehl drin, 3 Esslöffel Pflanzenöl aus Raps. Jetzt kommen hier noch mal so 400 ml Wasser rein. Eine Packung Backpulver. Und dann haben wir hier noch mal Zucker. 2 oder 3 Esslöffel. Jetzt zeige ich euch gleich noch was. Das muss klingen wie auf dem Bau. Casey Style. Eine blumsende Kamera. Da flattert das Zimt und Zucker drauf. Fertig ist das Essen. Frage nach meinem Ironman. Habe ich ihn gut verkraftet? Klares Nein. Geschafft. 12 Kilometer, Tag 5. Erledigt. Nächste Frage nach dem Ironman, ob ich ihn gut verkraftet habe. Klares Nein. Meine Füße tun weh wie Sau. Ist aber egal. Laufen macht so viel Bock. Ich kann nicht aufhören. Deswegen gleich mal auf die Faszienrolle stellen. Und morgen geht's weiter. Mojo Bear! Mojo Bear! Alter Kamerafuchs.